Tribünen werden gebaut auf der gegenüberliegenden Seite der Haupttribüne. 3500 Zuschauer im Hanapi-Stadion sehen eine Rapid-Mannschaft, wie gesagt, ohne Fjordhoff, Dreisinger, Petzl, Franz Weber und Kienast. Die Mannschaft versucht aber gleich von Anfang an zielstrebig zu spielen. Hier erster Eckball durch Herzog, kurz abgewehrt. Pfeifenberger, der eigentlich als Manndecker aufgeboten ist, und schon in der zweiten Minute ein herrlicher Auftakt aus grün-weißer Sicht. 1:0 für Rapid durch Heimo Pfeifenberger, der mit leichtem Fieber angetreten ist und der eigentlich von Hans Krankl gemeinsam mit Hatz als Manndecker auf Balzis bzw. Bierhof aufgeboten wurde. Herauf, Ex-Rapidler mit großen Ambitionen, verfolgt hier von Reiter, der im Mittelfeld spielt, und faul und eine der zahlreichen gelben Karten, die hier Schiedsrichter Finzinger in diesem Spiel verteilen soll. Aufgeladene Atmosphäre, sehr viele Emotionen. Hier wieder ein Foulspiel, diesmal am Bierhof. Es gibt wieder eine gelbe Karte, diesmal für Pfeifenberg. Auf der Ersatzbank bei Salzburg Feiersinger, den Sie hier gesehen haben, genauso wie Leo Leiner. Trainer Wiebach will jene Mannschaft spielen lassen, die zuletzt so erfolgreich war, und bei einigen Situationen immer wieder Hans Krankl an der Outlinie. Nachdem feststeht, dass seine Mannschaft im Cupfinale steht, möchte er natürlich auch noch in der Meisterschaft gut abschneiden. Hier Bierhoff, aber Konsel war etwas schneller am Ball. Ein gutes Spiel, ein schnelles Spiel. Beide Mannschaften wollen nicht Tore verhindern, sondern man sieht eindeutig, sie wollen Tore schießen. Dementsprechend auch gut die Stimmung auf den Rängen und gut auch das Spiel. Sehr ambitioniert geführt. Resch mit einer guten Leistung. Keglewitz. Resch, der links den Raum abdeckt im Spiel von Rapid, kommt aber hier nicht mehr an den Ball. Im Tor bei Salzburg Matschinko statt Ilsanker. Stadler, der Manndecker spielt, gemeinsam mit Garga. Auf die Rapidspitzen Keglewitz und Medford. Hier Balzis einmal allein. Gute Flanke. Genau auf Bierhoff und Foul des langen Deutschen hier an Torhüter Konsel. Pfeifenberger, der Bierhoff speziell bewacht, macht seine Sache sehr gut. Trotz des leichten Fiebers, wie gesagt, das er hat. Dann kommt Feiersinger in der 22. Minute statt Pinwinkler. Wiebach will damit mehr Offensive ins Spiel bringen. Plötzlich ist Scheiber allein nach einem Pass von Heribert Weber, dem Libero. Und es heißt 1:1 in der 25. Minute. Ein umstrittenes Tor. Hans Krankl und die übrigen Rapidler reklamieren Offside, aber man sieht beim Abspielen nicht genau, ob Scheiber schon Offside war oder nicht, oder ob eventuell Hauptmann auf der gegenüberliegenden Seite dieses Offside aufgehoben hätte. 1:1 auf jeden Fall. Das temporeiche Spiel mit guten Szenen. Herauf, Schupferl, versuchte hier Konsel seinen ehemaligen Kameraden zu überheben. Auf der rechten Seite Scheiber, gut gemacht. Eine gute Aktion der Salzburger, scheitern aber hier am 16er von Rapid. Aufregung natürlich bei Hans Krankl, so einfach wäre ein Pass, meint er. Aber dann gute Kombinationen von Rapid. Sehr bemüht Keglewitz, auch Steiger, guter Pass jetzt von Herzog auf Medford. Keglewitz ist da, läuft noch in den Pass oder in die Ballannahme von Medford, hat auch Offside-verdächtig ausgesehen. Auf jeden Fall aber 5 Minuten vor dem Seitenwechsel das 2:1 durch Christian Keglewitz. Medford hat sich hier den Ball geschickt mitgenommen. Geht hier vorbei an Marcinko. Keglewitz läuft noch in diesen Ball und schießt zum 2:1. Ein Schiedsrichter Finzinger anerkennt auch diesen Treffer und Pausenstand also 2:1. Keglewitz, wieder Herzog für Keglewitz. Guter Schuss gleich nach dem Seitenwechsel. Das Tempo des Spiels weiterhin hoch, auch viele gute Szenen, viele Zweikämpfe. Wilfurt, guter Reflex hier von Konsel mit dem Bein. Es wird nichts mit dem Ausgleich für die Salzburger, den sich Trainer Wiebach offenbar schon so sehr wünscht. Weber, ein umsichtiger Libero, auch mit guten Aktionen in der Offensive. Bierhoff, direkt Spiel, Wilfurt,
auf gleicher Höhe gestanden, nicht offside, soweit wir das hier erkennen konnten. Und der Ausgleich in der 50. Minute durch den ehemaligen Rapidler Gary Wilfer. Hier noch einmal, gleiche Höhe, das Tor gilt. Diese umstrittenen Szenen lösen einige Rauchbomben beim Rapid-Anhang auf der Tribüne des Rapid-Anhangs auf, aber es geht dann wieder weiter. Kegelwitz an Weber vorbei. Gaga attackiert nicht, noch immer Kegelwitz. Schussversuch, kurz abgewehrt. Salzburger bringen den Ball nicht weg und ein recht guter Schuss von Resch, der sehr offensiv spielt und mit einer guten Leistung hier im Rapid-Mittelfeld aufwartet. Hier lässt man den Ball aufspringen, Bierhoff gegen Konsel. Ach, er bekommt die gelbe Karte, nach ihm noch Stadler, dann wie gesagt Reiter, Pfeifenberger und auch Herzog. Und er fällt für das Derby am kommenden Wochenende gegen die Wiener aus, der mit dieser gelben Karte. Der Druck von Rapid wird stärker. Die Salzburger bringen nun den Ball nicht weg. Reiter, Freistoß hier für Rapid. Beuger, der kurz ins Spiel genommen wurde zuvor. Und abgefällt dieser Ball und mit einer seiner ersten Ballberührungen schießt Beuger das 3:2 in der 66. Minute. Hier hat Torhüter Marcinko keine Chance. Dann Medford. Durch seine Antrittsschnelligkeit und Übersicht, vor allem im Strafraum, im engsten Getümmel, sehr wertvoll für die Mannschaft. Kegelwitz. Jetzt sieht der Herzog freistehen. Guter Haken vorbei an Libero Weber und das ist das 4:2. Die Entscheidung, die endgültige zugunsten von Rapid. 4:2, innerhalb von 2 Minuten schlägt Rapid die Salzburger 4:2. Ja, mit der zweiten Halbzeit kann man, glaube ich, super zufrieden sein. Erste Halbzeit war es ein bisschen ein komisches Spiel mit komischen Toren. Zweite Halbzeit, glaube ich, waren wir klar besser und haben dann meiner Meinung nach schon verdient gewonnen. Die Einstellung war hundertprozentig, war in Ordnung. Die Leistung nicht über 90 Minuten, aber weit besser wie Mittwoch beim Cup-Spiel. Es war ein weit schwererer Gegner und wir haben wirklich viel besser gespielt wie zuletzt. Wir haben heute mit unserer stärksten Mannschaft gegen einen sehr ersatzgeschwächten Gegner es nicht verstanden, kämpferisch uns vor allen Dingen in der Zweikampfhärte uns durchzusetzen. Wir haben eine wirklich große Chance gehabt, heute Tabellenvierter zu sein mit einem Sieg gegen Rapid Wien, mit 3 Punkten auf Sturm Graz, bei vorausgesetzt ein Sieg wäre drin gewesen. Dann natürlich nächste Woche Sturm Graz zu Hause, man hätte auf einen Punkt herankommen können und das zeigt eigentlich, dass man wieder mal eine Chance vergeben hat, die Mannschaft eine Chance vergeben hat. Wenn man in solch einer Situation keine Kräfte noch mehr frei machen kann, dann muss man sich nicht wundern, dass man auch 4:2 verliert. Ja, und gemeint ist die Chance, vielleicht doch noch einen UEFA-Cup-Platz zu erreichen. Was Salzburg betrifft, ist diese Chance dahin. Bei Rapid geht es also aufwärts. Zumindest hat 6 Tore heute in diesem Spiel insgesamt gegeben.